So, willkommen zurück. War, vielleicht muss ich an dem Cut dranhängen, dran setzen. Nächste Folge, oder es geht halt nur mit einer neuen Folge weiter. Ich muss natürlich auch zwischendurch mal eine kleine Pause machen. Anderthalb, wir haben eine Stunde 45 Minuten am Stück aufgenommen, die ersten Folgen. Und wir machen jetzt hier an der Stelle weiter. Ja. So, kurze Dingens. Warte mal, ich werde einfach mal abspeichern. Okay, hat automatisch gespeichert. Gehen wir wieder zurück. So, zur Option, falls es euch interessiert. Spieloption. So sieht das ungefähr aus. Ja, das ist hier Anzeigefehler. Da, so sieht er knapp aus. Untertitel mache ich mal aus. Brauchen wir nicht. Auflösung, ne? Muss super gute Qualität, muss halt sein. Grafiker sind fantastisch. Können wir bis beautiful, good, simple, fast. Ne? Also fantastisch ist schon mal nicht schlecht. Von den Ton- und Lautstärken her habe ich das dann halt so eingestellt. Die könnt ihr hier absehen. Und Sprache, Audio, German auch. Wenn ihr das Spiel neu anfangt, könnt ihr, glaube ich, weiß ich es jetzt nicht mehr, glaube hier ist ausgegraut. Also braucht ihr nicht unbedingt Text eingeben. Weil wenn ihr unten Untertitel sowieso ausmacht, wenn ihr Untertitel anmache, dann ist das, was gesprochen wird, wird auch angezeigt und wird dann durchgequatscht. Also brauchen wir das nicht. Hotspot-Anzeige ist diese mit der Leertaste, damit ihr wisst, was wir wo andrücken müssen, anklicken müssen. Ja, und dann 1954 ist halt dieses grau-weiß Spielmodus. Und wenn ich den jetzt ausmache, haben wir im Bund. Und ja, diesmal spiele ich das in grau. Und der ein oder andere denkt sich, wie, du spielst das jetzt nochmal, das Let's Play, weil du hast schon ein paar Folgen raus. Ja, den muss ich anmerken, mache ich, weil ich an einer Stelle nicht weiterkam. Und ja, da wusste ich, beziehungsweise ich habe das am Anfang voll übersehen und überlesen, im Knast oder den Hinweis, dass man auch Rechtsklick, also mit der einen Maustaste, nicht nur mit links tut man Doppelklick, Programme öffnen, anklicken, irgendwas anderes machen. So, aber mit dem Rechtsklick hast du dann die Chance, ja, Frodo, andere Hinweise, andere Nachrichten noch zu bekommen. So, und vielleicht komme ich ja alleine nur, weil ich mit Rechtsklick an der Maus machen kann. Vielleicht komme ich dann weiter an dem Spiel. Und das interessiert mich, deswegen machen wir einfach weiter. Fortsetzen. Und wechseln jetzt mal auf Joe. Mit ihr sind wir jetzt durch die halbe Stadt. Zur Hölle soll ich bis zum Ende des Monats hier raus sein? Ja, du brauchst Kontakte, denke ich mal. Oder irgendwelche... Du schuldest mir was, du Bastard. Meine Frau will sich scheiden lassen. Ist doch nicht mein Problem. Ihn beruhigen, ihn umhauen. Ach komm, ich hau mal eine rein. Mal gucken, ob Joe ein Schläger ist, oder? Ach, verpiss dich. Ach, scheiße. Das war's. Ihr kommt ins Loch, alle beide. Das erinnert mich hier, diese Schlägerei, diese Prügelerei erinnert mich auch an zwei andere Typen, die sich geprügelt haben. Oh, an einem Film, an. Ah, wie heißt der noch? Alcatraz mit Clint Eastwood, genau. So. Jetzt gerade vibriert. Ich gucke auf mein Handy, da ist aber nichts. Okay. Gehen wir weiter. Was haben wir hier? Metallplatte, Gitter. Machen wir erstmal hier oben Lüftung. Zu eng, um rauszuklettern. Okay. Ich möchte sie nicht kaputt machen. Sie zieht die schlechte Luft raus. Meine Katze hat wahrscheinlich Raum schlechte... stinkt nach Schweiß und Urin. Ja, ja. Meine Katze hat wahrscheinlich schlecht geträumt. Sie sitzt dann da und guckt mich gerade an. Was macht der Typ da? So, was ist eine Metallplatte? Okay, Rechtsklick. Bei Reparaturen letztes Jahr habe ich das Waschbecken und die Toilette ausgebaut. Ach, du hast sie schon mal drin. Sehen. Fest verbaut. Es ist mit der Zelle unter mir verbunden. Hallo, ist jemand da unten?
Okay, da ist nix. Scheint gerade niemand da zu sein. Dann haben wir hier oben, glaube ich, noch was gehabt, genau. Ein Lüftungsschacht. Hey, ist da jemand? Wer ist da? Ich bin's, Joe. Hier spricht der Lizard. Hältst du durch? Wie oft überprüfen Sie die Isolationszellen? Alle 2 bis 3 Stunden. Genau wie überall sonst. Du willst hier weg? Vielleicht. Wirf deinen persönlichen Kram ins Wasser und warte, bis er irgendwo angespült wird. Fotos und so. Sie werden denken, du bist ertrunken. Hältst du durch? In meinem Kopf gehe ich diese Insel Schritt für Schritt ab. Ich finde einen Weg. Ich werde gerade mal gucken, dass ich meine Katze im Auge behalte. Wie komme ich Wachtürmen vorbei? Was machst du, wenn sie Kopf für Kopf durchzählen? Ich schneide meinen ab und lege ihn aufs Kissen. Okay. Ja, ist klar. Wie komme ich an den Wachtürmen vorbei? Finde heraus, wer Schicht hat und ob er Familie auf der Insel hat. Dann nimm seine Frau als Geisel. Keine Partner. Ich zieh das allein durch. Ja. Ist das Schwimmen gefährlich? Nimm dich vor dem Geist von Alcatraz in Acht. Du glaubst an Geister? Ich habe ihn selbst gesehen, einen Soldaten mit Knaststreifen. Er wird versuchen, dich zu erwürgen. Bestimmt. Lass dich nicht kleinkriegen. Fluchtplan des Lizards. Oh, der hat dir was? Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf im Bett zurücklassen wollte, um die Häftlingszählung zu überlisten. Keine schlechte Idee. Aber ich behalte meinen Kopf lieber. Okay, vielleicht ist das nochmal nützlich. Was haben Ein wir hier? Ein Pfannkuchen vom Frühstück. Okay. Eine Glasklinge. Ein 20er, versteckt in einer Zigarette. Ach, okay. Guck mal einer an. Gut, dass ich das auch mal erfahre. Schmerztabletten aus der Krankenstation. Die sind hier mehr wert als Geld. Und was haben wir? Mein Ehering. So, okay. Was haben wir noch? Okay, wir können. Was ist das? Alcatraz. Hey, Mr. Mason! Auf ja. Sir Mason. Wie lange sitze ich hier fest? Tut mir leid wegen dem Ärger. Ich war nur wütend wegen meiner Frau. Tut mir leid wegen dem Ärger. Ich war nur so wütend wegen meiner Frau. Ja, ich weiß. Ich hab's mitbekommen. Er wird bald einen Aufstand geben. Wenn Sie schon was von dem Streik... wie lange sitze ich hier fest? Ich war ein Missverständnis. Es war ein Missverständnis. Natürlich will ich arbeiten. Wie lange sitze ich hier fest? Ich weiß nicht, Joe. Vielleicht kommst du auch nie wieder raus. Es war ein Missverständnis. Natürlich will ich arbeiten. Je nachdem, was der Direktor sagt. Joe sitzt im Einzelhaft. Vielleicht kann Christine helfen, um in den Charakter zu wechseln. Klicke einfach auf das Bild in Christines Inventar. Okay, alles klar. Ich war aber noch nicht fertig, glaube ich. Ich komme hier nur raus, wenn Mason eine Genehmigung vom Gefängnisdirektor bekommt. Okay, da waren zwar noch 1-2 Sachen, die ich besprechen wollte. Ich komme hier nur raus, wenn Mason eine Genehmigung vom Gefängnisdirektor bekommt. Okay, alles klar. Das heißt, wir müssen wieder den Charakter wechseln. Wir kommen. Schade, die anderen Texte konnte ich jetzt leider nicht benutzen. So, liebe Christine, willkommen zurück, Schätzler. Wir müssen mit dir weiterspielen. Da verlassen wir, glaube ich, erstmal die Karte. Gefängnisdirektor. Unterschrift war das. Genau. Wo könnten wir den dann dies da wegkriegen? Gute Frage, nächste Frage. Die Oper. Ich weiß nicht, im Gefängnis. Da
Das Flugplan ist eingesetzt. Okay, nee, da hat kein Hinweis, dass wir da irgendwie was kriegen könnten. Safe-Kombination, okay. Also wir müssen auch noch an den Safe dran von so. Brief des. Da haben wir den. Dieser Brief gibt mir die Berechtigung, Joe einmal im Monat zu besuchen. Der ist vom Gefängnisdirektor unterschrieben. Okay. Soweit, so gut. Wo gehe ich jetzt hin? Das haben wir. Da waren wir noch nicht. Hier sind wir auch gewesen. Gehen wir mal in die Oper. Vielleicht ist da. Okay. Hinweise? Ein Poster aus dem Forbidden City, dem Nachtclub um die Ecke. Was für eine Show. Diese Frauen wissen, wie man tanzt. Ich glaube, Bernadettes Mom hat da gearbeitet. Bernadettes Mom? Keine Ahnung, wer das ist. Was haben wir hier? Schloss? Abgeschlossen. Und so süß. Süßes? Aber gibt's süße Schlossfrauen? Muss man nicht verstehen. Ein neues chinesisches Schloss. Kann kaum erwarten, es zu knacken. Oh, warte mal. Hab ich meine Ausrüstung dabei? Ja, haben wir. Warte mal, hier. Komm mal her, Süße. Interessantes Design. Steht schon direkt vor der Tür, aber noch mal 3 Meter laufen. Wie geil, ey. Wie geil, du. What happened? Okay, wir sind jetzt drin. Was haben wir? Pfeil unten, wir wieder gehen. Umkleideraum. Okay, gehen wir Umkleideraum. Mal gucken, was der Kim, no? Oh, wie sieht es ja sehr interessant aus. Schöne japanische Geräusche. Rauchen verboten. Wie in jedem Theater. Dafür bin ich nicht hier. Kein Radio. Aber dafür traumhafte Stoffe. Die Versuchung ist groß. Aber wo soll ich sowas schon tragen? Und wer würde mich da begleiten? Okay, oh, ich glaube, sie hat ja Hunger, oder? Wie war das hier? Eine Nudelbox aus Wiffs Restaurant. Ach, verdammt. Die ist leer. Mein Magen hatte sich schon so gefreut. Glaube ich wohl. So. Sollen wir nicht erstmal mit ihm reden, bevor wir alles durchsuchen? Ich glaube, das irgendwie... Ich suche Radio deiner Tante. Wieso Radio? Hat die was von wegen Radio gesagt? Hä? Deine Tante geht es nicht gut? Ja, die brauchte eine Wassermelone. Deine Tante geht es nicht gut. Vielleicht solltest du mal nach ihr sehen. Was soll das werden? So eine Art emotionale Erpressung? Keine Sorge, wir kümmern uns schon um sie. Ich sage, sie wird uns alle überleben. Ach doch, die hat was wegen dem Radio erwähnt, oder nicht? Die Show läuft gut. Ich kann diesen antiken Kram nicht ab. Die Europäer erfinden das Theater immer wieder neu, während wir noch auf dem gleichen Stand von vor 800 Jahren rumlutschen. Rumlutschen? Moment, ich suche gerade. Mikrofon ein bisschen drehen. Lise Campfield, oder? Auf jeden Fall. Er spricht die Sprache unserer Zeit. Außerdem sind die Sexszenen heiß. Ich suche das Radio deiner Tante. Wenn wir das suchen? Ich suche das Radio deiner Tante. Es ist irgendwo zwischen unseren Requisiten gelandet. Ah, okay. Danke fürs Gespräch. Gucken wir mal nach. Bügelbrett. Ein edles Gewand. Kein Radio hier. Ich habe keine Zeit, ihr Zeug zu bügeln. Okay, was haben wir noch? Großer Koffer. Schicke Koffer. Wie es wohl wäre, sein ganzes Leben da hineinzupacken. Ich habe mein eigenes Make-up daheim. Ich könnte eine weitere Haarklammer gebrauchen. Bye. Diese Sounds erinnert mich irgendwie an Jackie Chan, einen von den ersten Filmen. Da waren dann auch so dieses japanische, wie die Tanz mit dem Fächer und so. Das war diese Musik. Erinnert mich ganz stark irgendwie dann an diese Filme. Ja? Cool.
cooler Kopfschmuck. Wir haben das Radio. Was ist der Kopfschmuck? Die sind der Hammer. Ich könnte sie stundenlang ansehen. Beatnik, der auf Japanisch steht. So was brauche ich nicht. Ich sehe ein Radio. Da hast du dir ja was ganz Verwegenes ausgedacht, Joe. Falls du vorhaben solltest, was zu klauen, ich kann dich im Spiegel sehen. Oh. Hey, alles klar? Okay, damit kommen wir nicht weiter. Was haben wir hier? Flaggen. Bei der chinesischen Oper gibt's die coolsten Requisiten. Und das meiste Kung-Fu. Nein, meine Wohnung platzt schon aus allen Nähten. Du brauchst eine größere Wohnung. Oder nicht nur eine Wohnung, sondern zwei, drei Etagen Wohnung. Er hat eine Menge Beatnik-Bücher. Ich habe die meisten Manuskripte für die Jungs getippt. Ich habe sie alle gelesen. Boos Buchladen ist voll von denen. Boos Buchladen, okay. Xiao Wien, schön chinesischer Beat. Brauche ganz dringend das Radio. Ich brauche ganz dringend dieses Radio. Wow, ganz schön materialistisch, oder? Naja, ich habe den Tag mit nichts in meinen Taschen begonnen, außer einer Haarklammer. Ich kenne dich. Du spielst gerne den Beatnik. Ich bin ein Beatnik, mein Freund. Beatnik und Beat in allen Bedeutungen. Beweis es. Habe ich was im Inventar, was ich ihm geben kann? Gute Frage, nächste Frage, oder was, oder wie? Schema für ein Safe, Unterschrift, Notenblatt. Verrücktes Arrangement, ein Durchbruch für den Westküsten-Jazz. Wir hatten Glück, dass das jemand niedergeschrieben hat. Gute Frage, kann er das gebrauchen? Ach komm, wir gucken mal, ob... Klingt gut, aber das geht jetzt noch nicht. Okay, also nicht. Haben wir irgendwas anderes? Bibel? Ne, glaube ich eher weniger, dass dann die Bibel funktioniert. Sieht alt aus. Ich frage mich, ob die Lower Dabs Interesse an einer schicken alten Bibel haben. Lower Dabs. Okay, dann ist das auch nicht für ihn. Okay. Und wir kommen ans Radio ja noch nicht dran. Ne? Wir sollen ihm was beweisen. Was war das noch? Beatnik. Ich brauche ganz dringend dieses Radio. Wow, ganz schön materialistisch, oder? Naja, ich habe den Tag mit nichts in meinen Taschen begonnen, außer einer Haarklammer. Ich kenne dich. Du spielst gerne den Beatnik. Ich bin ein Beatnik, mein Freund. Beatnik und Beat in allen Bedeutungen. Beweis es. Okay, wir brauchen also irgendwie so ein Beatnik, so ein Buch oder irgendwie sowas, oder wie, oder was? Gut, dann haben wir alles durch, dann gehen wir erstmal wieder. Das heißt, so kommen wir nicht weiter. Bei Joe kommen wir auch nicht weiter. Das heißt, dafür muss sie das dann machen. Okay. Wo gehe ich jetzt? Geh mal ins Zeit Kaffee. Für einen Kaffee. Go, 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 go.